Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel GamerCouch. Ja, das ist ein kleines anderes Video, nehmen wir es mal ein Info-Video. Denn ich habe mir jetzt die letzten Tage ein bisschen Gedanken darüber gemacht und will jetzt mal was Neues ausprobieren, Anführungsstrichen. Naja, was heißt neu? Ich will meine Streams halt ändern. Bis jetzt habe ich es immer abends um 20 bis 21 Uhr gestreamt. War auch ganz nett, aber das ist, ihr wisst es ja, das ist die Primetime, da schon am meisten YouTuber irgendwie streamen. Und was ich jetzt mal ausprobieren will, ist nicht abends um die Uhrzeit zu streamen, sondern einfach mal nachmittags. Nachmittags, nämlich konkreter gesagt, von 17 bis 18 Uhr. Und ich will mal schauen, ob ich es vielleicht zu der Zeit sogar mehr Zuschauer aufgreifen. Das ist ein Test, das will ich mal in den nächsten Wochen ausbilden und dann sehen wir, ob das so klappt oder ob das so nicht klappt. Ne? Wird es dann mit der Zeit zeigen. Ich werde auch nicht täglich streamen. Ja, ist mit dem täglich streamen, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie ich das fortan mache. Das zeigt jetzt mal. Also jetzt die nächsten zwei Wochen, ich habe jetzt eh Ferien. Plan ist ab morgen Montag, den 6.4. das mal täglich. Von 17 bis 18 Uhr zu streamen. Müssen wir einfach schauen, wie es klappt. Ich denke mal dann, dass nach den Ferien, egal ob es schon wieder anfängt oder nicht, dass nie in dem Attacklist klappen wird, aber dann vielleicht zumindest alle zwei Tage oder ähnliches. Wir werden es einfach mal aussetzen. 18 Uhr ist mal so der gesetzte Rahmen, den ich mir jetzt gesetzt habe. Vielleicht auch dann 17 bis 19 Uhr, das sieht man dann, ne? Wir probieren es morgen einfach mal aus, das heißt eher bis 19 Uhr wird zumindest aus meiner Sicht mehr Sinn machen. Sieht man dann, wie es halt wird. Ne? Also das ist so der Plan. Streams werden ab morgen Montag ab 17 Uhr gehen und dann sehen wir, wie lange das geht. Ne? Ab 18, 19 Uhr werden wir sehen. Ich denke mal, das ist eine coole neue Sache, die will ich einfach mal ausprobieren. Animal Crossing wird gestreamt und dann, je nachdem halt auch noch andere Sachen, dann muss man dann ja mit meinen sehen, wie man das irgendwie machen und das dann quasi statt den Streams am Abend. Das ist zumindest so mein Plan. Man wird sehen, inwiefern das realisierbar ist oder nicht realisierbar ist. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass wir wirklich irgendwie so koppeln, dass dann am meisten Tagen trotzdem noch abends kommt oder ein Tag mittags und dann abends. Das wird man sehen. Ja, und gerade das Corona-frei konnte ich mir auch denken, einfach vormittags mal. Ich meine, ja, das wird es auch sein, gerade wenn die Schule wieder beginnt. Ich meine, ihr wisst ja alles, dann, wenn ich Schule beginnt habe, ist ab 8 Uhr Schule. Da macht es halt keinen so großen Sinn jetzt davor zu streamen, weil ich glaube, wenn ich könnte es war, sagen wir mal von 6 bis 7 Uhr streamen in der Früh. Aber ich glaube, da hätte ich relativ wenig Zuschauer. Wenige bis gar keine Zuschauer. Also, ob das jetzt so produktiv ist, sinnvoll ist, ich weiß es nicht. Man könnte es mal ausprobieren, aber ich glaube, Zuschauer wird ich da echt nicht so viel haben. Naja, man wird sehen. Man wird sehen, ne? Aber jetzt habe ich es ja erstmal fertig. Deshalb probiere ich das mal diese Woche aus, den Slot 17 bis 18 Uhr primär. Und so wie der einfach funktioniert. Das mache ich jetzt mal in der ersten Ferienwoche und dann in der zweiten Serie weiter. Und damit ihr das eben mal wisst, ich probiere jetzt das dort 17 bis 18 Uhr aus die Woche, weil es immer noch so die beste Zeit finden müsste zum Streamen. Oder ich will ja, mein Ziel ist ja, dass ich nicht nur einmal am Tag, sondern wirklich zwei, ja, sagen wir mal zweimal am Tag streamen. Und da probiere ich die beste Zeit zu finden. Da weiß ich halt nicht, mittags, vormittags, nachmittags, wie das Ganze halt irgendwie hinhaut, ne? Das ist, kann ich jetzt noch nicht wissen, das wird sich zeigen. Ja, da gibt es ja mehrere Konstellationen, die man das Ganze irgendwie machen kann. Ja, 17 bis 18 Uhr ist jetzt was wir mal versuchen. Und das dann ist halt abends, weil ich habe gemerkt, abends streamen ist so cool, aber abends ist halt, da will ich irgendwie auch was anderes machen. Ich habe auch noch einen Hund, um den ich mich kümmern muss, zum Beispiel. Und ich habe wirklich gesagt, dass es abends auch einfach ganz nett ist, immer auf dem Sofa mit dem Hund zu spielen so und ist immer so streamen zu müssen. Also deshalb, ich glaube, abends ist nicht mal meine Lieblingszeit zum Streamen. Deshalb, ich probiere jetzt mal 17 bis 18 Uhr und dann wird man sehen, inwiefern das eben realisierbar ist und wie es halt klappt oder auch nicht klappt. Und
Ich sage, weil ich täglich von 17 bis 18 Uhr streame, eine Stunde Animal Crossing dabei ist, zum Beispiel von 17 bis 18 Uhr. Und dann streame ich von 18 bis 19 noch irgendwas anderes, meinetwegen Mario Kart. Mario Maker, das ist ein Zwei, whatever. Dürfte das also was eigenes passen, doch relativ gut sein. Und mit dem Community-Partner von Splatoon muss ich mir noch irgendeine Lösung überlegen. Nicht Splatoon, sondern von Animal Crossing, die Community-Parts. Wie es es da am besten macht, da musst du irgendwas überlegen. Ich werde mal sehen, werde mir noch Gedanken machen. Nur mit die erste Bescheid wisst, ab morgen jetzt ist Stream nicht abends, sondern wie gesagt, wir jetzt die eine Woche mal aus. Erstmal, ja, die eine Woche wie man es aus, und dann sehen wir, ob das Ganze hinhaut oder ob das nicht hinhaut. Wenn das nicht hinhaut, wechseln wir zurück zur alten Streamzeit. Die war ja 20 Uhr, bis 20 Uhr. Aber wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen mal nach vorne rücken. Und aus zwei Gründen, weil das haben wir persönlich besser taugt, weil ich mit der Abendszeit, wie gesagt, selbst so zufrieden bin aktuell. Und der andere Grund ist einfach, das ist, wie gesagt, mal schauen, ob wir daraus vielleicht wieder mehr Zuschauer gewinnen. Hoffnung besteht ja ein bisschen. So, das war's auch so mit dem Infovideo. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Denkt dran, morgen 17 Uhr geht's los mit dem Stream. Macht's gut, bis dahin. Und ciao!